Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein Gerät von Parkside, um eine Akkufarbspritzpistole, die PFSA 20 LI in der Ausführung A1. Wenn dich das interessiert, musst du nach dem Intro weiterschauen. Ja, wenn wir ein Werkstück fertiggestellt haben, dann wollen wir das natürlich auch schön haben. Oft bleibt uns da dann nur die Möglichkeit, das Ganze nochmal irgendwie anzustreichen oder zu lackieren. Viele von euch haben ja einen Kompressor zu Hause, haben da vielleicht sogar eine Lackierpistole oder Lackierspritze dann dafür am Start. Werde ich hier demnächst auch nochmal vorstellen. Wer keinen Kompressor hat, ist vielleicht hier schon im X20 Volt Team unterwegs. Das heißt, hat schon die Akkus etc. alles zu Hause. Und ist dann froh, dass jetzt hier eine Akkufarbspritzpistole auf den Markt kommt, mit welcher wir dann tatsächlich unsere Werkstücke auch lackieren können. Und das dann sogar ohne Druckluft, nämlich einfach nur, indem wir hier einen 20-Volt-Akku einsetzen und schon kann es losgehen. Ja, in diesem Set ist jetzt hier kein Akku und kein Ladegerät enthalten. Die Akkus müsst ihr entweder schon zu Hause haben oder extra dazu erwerben. Ich verlinke euch die natürlich dann unten in der Videobeschreibung. Auch das Gerät verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Kosten tut das Ganze etwa 34 Euro. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, kann der Preis natürlich auch mal höher oder mal tiefer sein. Aber den tagesaktuellen Preis könnt ihr euch dann, wie gesagt, auch unten über den Link auch abrufen. Ja, was haben wir hier? Wir haben zwei einsetzbare Düsen, einmal 1,8 mm und einmal 2,6 mm Durchmesser im Auslass. Das ist mitunter sehr, sehr wichtig, wenn ihr hier zum Beispiel Lasuren auftragen wollt oder sowas, wenn ihr draußen irgendwie mal einen Zaun oder ein Element oder irgendwie ein Sichtschutzelement oder sowas dann lasieren wollt, dann ist es so, dann achtet darauf, dass die Lasur dann auch spritzfähig ist. Und da steht dann meistens auch bei, mit welcher Auslassdüse da gearbeitet werden muss. Also achtet da so ein bisschen drauf. Ansonsten fangen die Sachen dann auch schnell an zu tropfen. Wir haben ein Behältervolumen von etwa 1000 Milliliter, was hier vorne in den Behälter mit reinpasst. Und wir haben einen Durchfluss von etwa 700 Milliliter pro Minute, die wir hier im Maximum tatsächlich dann rausspringen können. Ihr könnt damit natürlich auch eure Blumen gießen oder sonst was, könnt Wasser einfüllen. Das werden wir hier auch gleich alles nochmal ausprobieren. Wir haben auch bei dem Gerät drei düsenunabhängig einstellbare Sprühbilder, nämlich einen Rundstrahl, einen horizontalen Flachstrahl und einen vertikalen Flachstrahl. Der Behälter ist natürlich abschraubbar, das dürfte klar sein. Wir haben noch weiteres Zubehör mit dabei, einen Viskositätsmessbecher, eine Reinigungsbürste, eine Reinigungsnadel und einen Filter. Und das Gerät wiegt etwa 1 Kilogramm ohne Akku. Wir packen es jetzt mal aus und gucken es uns mal ein bisschen genauer an. Ja, das Gerät kommt hier im allseits bekannten Parkside-Koffer. Wir haben hier an den Seiten jeweils einen Aufkleber drauf, was hier enthalten ist. Wenn das Gerät so im Regal steht, dann wissen wir gleich, was drin ist. Schauen mal rein. So sieht es dann aufgeklappt aus. Oben haben wir die Bedienungsanleitung. Die ist hier in einem extra Fach mit drin. Schauen wir uns die mal an. Das Gerät kommt von der Kompanas Handels GmbH, die das hier in Verkehr bringt und auch die Garantie dann, die Herstellergarantie abwickelt. So sieht das Gerät dann aus. Ihr könnt hier tatsächlich auch noch Akku und Ladegerät, hier sind extra Fächer noch mit dabei, dann mit in dem Köfferchen mit unterbringen. Ihr seht schon, hier haben wir diese Reinigungszubehör. Wir haben hier eine bisschen größere Bürste mit dabei, so eine kleine Flaschenbürste. Wir haben hier eine Reinigungsnadel mit dabei. Die ist hier. Zeige ich euch auch. Moment, wo ist sie? Hier. Ganz dünne, hauchdünne Nadel ist dabei. Und wir haben hier noch einen Filter mit dabei. Könnt ihr euch dann genau durchlesen, was ihr dann damit machen könnt. Dann haben wir hier noch so einen Viskositätsmessbecher mit dabei. Steht sicherlich auch alles in der Bedienungsanleitung mit drin, was ihr damit genau dann machen könnt. Wahrscheinlich Viskosität messen. Ja, so sieht die Pistole aus. Sieht erstmal recht futuristisch aus. Sie hat so ein bisschen was von so einer Paintball-Pistole, wenn ihr sowas kennt. Ich nehme mal hier den Koffer weg, lege es hier mal hin. Wie ihr seht, haben wir hinten eine ganz große Motoreinheit mit drauf. Da wird sicherlich auch die Luft dann drüber angesaugt. Die muss ja auch irgendwo herkommen. Hier ist der Auslöser, der lässt sich auch sehr leicht bedienen. Ist
Naja, unergonomisch möchte ich nicht sagen. Erstmal ein bisschen ungewohnt in der Handhabung, weil der Feuerknopf hier so ein bisschen weit oben ist. Der könnte ein bisschen näher hier ran sein. Der Griff ist hier nochmal extra gummiert. Das heißt, der liegt recht gut in der Hand. Hier vorne haben wir die Düse oder den Düsenaufsatz. Zweite Düse habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Sollten da nicht sogar zwei Düsen mit bei sein oder kann man das vielleicht hier irgendwie verstellen? Müssen wir dann gleich mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass man das hier direkt einstellen kann, weil hier die Durchflussmenge dann vielleicht geregelt ist. Also eine zweite Düse ist hier nicht drin. So sieht der Behälter von innen aus. Da füllen wir gleich nochmal was rein und spritzen dann nochmal eine Runde. Und hier können wir tatsächlich nochmal so einen kleinen Abstandshalter herausdrehen. Und damit können wir dann natürlich hier unseren Durchzug auch so ein bisschen begrenzen. Wir können das natürlich jetzt hier weiter zusammenschrauben. Und dann können wir natürlich unseren Abzugshebel hier auch nochmal ein bisschen weiter durchziehen. Und somit kriegen wir natürlich ein bisschen mehr Power. Das ist sozusagen die Luftbegrenzung dann, wie das dann ansonsten bei Druckluftgeräten ist. Ja, so sieht die Pistole dann oder das Farbsprühsystem dann fertig zusammengebaut aus und mit Akku versehen. Wie gesagt, die ganz normalen Akkus können hier unter. Ihr könnt auch den 4 Amperestunden Akku da unterpacken. Den gibt es jetzt auch wieder. Der war eine Zeit lang ja vergriffen. Wenn ich jetzt hier mal den Auslöser drücke, dann hört ihr mal, was das Gerät hier für Musik macht. Ihr habt gehört, da kommt schon ordentlich was raus. Jetzt werde ich das hier mal begrenzen. Wir können es einmal noch mal kurz so anhören, wenn wir hier Maximum haben. Also so, dass man jetzt da irgendwie großartig was merken würde in der Auslassmenge. Das habe ich jetzt so nicht festgestellt. Wir werden das dann nochmal probieren, wenn hier Flüssigkeit drin ist. Dann kann das sicherlich schon wieder anders aussehen. Was ich euch noch zeigen kann, ist, dass wir hier tatsächlich auch noch eine Skalierung haben. Sieht man das? Ja. Damit wir wissen, wie viel Füllstand hier noch drin ist und wie viel Farbe etc. wir vielleicht schon verbraucht haben. Ich werde das jetzt mal mit Wasser auffüllen, weil ich jetzt nicht wirklich was zum Lackieren da habe. Ich werde dann das mal auf ein Stück Holz dann aufspritzen und ihr könnt euch das dann mal anschauen, welche Möglichkeiten wir dann hier mit diesem Farbsprühsystem tatsächlich haben. Ich habe übrigens auch die zweite Düse gefunden, die hat sich im Koffer noch befunden, also die ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen, schwarz auf schwarz, okay. Gibt es so eine extra kleine Mulde für, wo die dann drin ist, also ist alles mit dabei. So, ich werde euch das jetzt hier mal anhand dieser Platte zeigen. Da sieht man das eigentlich recht gut. Ich habe jetzt das Gerät hier einmal mit Wasser aufgefüllt und ich habe jetzt das schon mal kurz ausprobiert. Also dieser Begrenzer funktioniert tatsächlich. Es kommt dann weniger heraus, wenn man den hier tatsächlich bis zum Anschlag dreht. Wenn ich den weiter nach vorne drehe, wird hier wesentlich mehr gefördert. Also das funktioniert also, wenn hier Flüssigkeit drin ist. Ich habe jetzt hier auch die kleinere Düse reingesetzt, die ich glaube 1 zu 1,8 waren es. Und wir werden jetzt hier mal quer strahlen. Ihr könnt dann den Strahl, wie gesagt, verändern, indem ihr hier diesen Aufsatz dann nach oben oder nach unten dreht. Und in die Richtung könnt ihr dann auch strahlen. Wie gesagt, jetzt mit minimalstem Durchsatz. Da müsst ihr auch schon wirklich sehr nah rangehen, um das hier dann zu bekommen. Wenn ich jetzt hier von hier wegstehe, dann dauert es noch mal länger. Ihr habt gesehen, da kommt also wirklich sehr, sehr feiner Sprühnebel raus. Jetzt drehe ich mal an dem Rädchen, das drehe ich jetzt mal rein. Dann werdet ihr sehen, was das für einen gewaltigen Unterschied gibt hier. Wenn ich in kürzester Zeit dann tatsächlich hier die Platte nass machen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr feiner Sprühnebel. Wasser ist wirklich nicht einfach zu versprühen, wenn ihr mal so einen kleinen Wäschesprenger oder wie sagt man, diese kleinen Handsprühapparate dann habt, dann wisst ihr, die tropfen immer. Hier tropft wirklich gar nichts. Ich bin wirklich erstaunt. Das ist hier vorne wirklich knochentrocken, wie ihr seht.
wenn ihr euch jetzt hier vorstellt, das ist Lasur oder das ist Farbe, dann wird das sicherlich hier ein wirklich sauberer Auftrag. Also ich bin hier wirklich erstaunt, wie fein dosierbar dieser Sprühnebel hier tatsächlich ist. Ihr seht auch, ich habe hier kaum irgendwie etwas verbraucht, auch in der Zeit. Hatte jetzt ungefähr, na was hatte ich eingefüllt, 900 Milliliter, da sind jetzt vielleicht 50 Milliliter rausgekommen von. Wie gesagt, ihr könnt das wirklich haarfein hier einstellen, auch hier wie der Sprühnebel auftreffen soll etc. Ich bin echt begeistert, muss ich wirklich sagen, so einfach hätte ich es mir mit einem solchen Gerät tatsächlich nicht vorgestellt. Man hat ja immer ein bisschen Vorbehalte, gerade bei sehr, sehr günstigen Geräten. Was mir auch aufgefallen ist, kann ich euch nochmal sagen, hier sind nochmal so Abstandshalter. Wenn ihr das Gerät tatsächlich mal hinfallen lasst oder so hinlegen wollt, dann liegt es hier tatsächlich auf der Werkbank oder auf dem Asphalt auf und beschädigt dann nicht gleich hier unser Gehäuse. Das ist natürlich auch immer recht wichtig. Das ist auch alles hier wirklich sehr, sehr dicht. Hier ist ein bisschen Wasser jetzt draufgekommen. Das ist jetzt allerdings hier nicht rausgelaufen oder oben heruntergetropft. Das kam dann wahrscheinlich dadurch, dass durch den Sprühnebel immer wieder ein bisschen was auch zurückprallt und dadurch wird das dann hier nass drauf. Aber hier oben ist tatsächlich wirklich alles knochentrocken und hier an der Dichtung vom Behälter ist auch alles trocken. Und wenn wir den jetzt hier tatsächlich auf die Seite legen, seht ihr, hier läuft überhaupt nichts aus. Hier tropft nichts. Das ist wirklich durchdacht, das Gerät hätte ich so nie vermutet. Ja, wenn ihr das Gerät schon zu Hause habt, dann erzählt mal, ob ihr damit schon gut lackieren konntet. Was ihr mit lackiert habt, interessiert mich natürlich auch, ob ihr damit Holzlasuren, wie ich das schon gesagt habe, hier mit aufgetragen habt. Das dürfte wohl auch der Hauptzweck hier sein, um Gartenmöbel vielleicht mal einzusprühen oder irgendwie ein Sichtschutzelement oder ein Zaun oder sowas. Ansonsten, was ihr da für Lacke mit gesprüht habt, ob ihr da vielleicht schon Wandfarbe vielleicht sogar mit gesprüht habt, soll ja auch gehen mit solchen Geräten. Da bin ich echt gespannt auf eure Zuschriften. Schreibt mir auch, wenn ihr das Gerät noch nicht habt, aber jetzt vielleicht durch das Video Lust bekommen habt auf das Gerät, ob ihr euch das zulegen wollt. Wenn euch das Video hier unterhalten hat, wenn es euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund und ich sage erstmal bis dahin.